Kräuter im Essen, das ist das Salz in der Suppe. Schön, wenn sie auf dem eigenen Fensterbrett wachsen. In unserer Rubrik Gartenfreunde sehen Sie heute, wie Sie Kräuter anpflanzen und auch richtig pflegen. Jetzt im Sommer absolut die Zeit der Kräuter. Man kann sie wunderbar verwenden für den Salat oder sogar für Fleisch oder Gemüse, um zu kochen, zu grillen. Bei den Kräutern ganz wichtig, darauf zu achten, wie ihr Standort ist, ob sie eher sonniger oder schattiger stehen müssen, ob sie eher feuchter brauchen oder trockener. Wir haben hier auf dieser Seite Kräuter stehen, die es eher trockener mögen. Die kommen aus dem mediterranen, sonnigen Bereich, zum Beispiel der Rosmarin, Lorbeer, Oregano, Thymian, Salbei. Die kann man wunderbar kombinieren. Absolute Südseite, Sonne. Dann gibt es noch allerhand verschiedene Kräuter und Pflanzen, wo man die Blüten ganz toll verwenden kann. Die Gewürztagetes, Basilikum, das ist der afrikanische Basilikum. Ich zeige jetzt, wie wir einen Topf bepflanzen, wie das am besten funktioniert. Wir wählen den Topf für den sonnigen, trockeneren Standort aus und legen jetzt einfach mal los. Zu Kräuter passen wunderbar Terrakotta-Töpfe. Den Topf so auswählen, dass die Pflanzen einigermaßen Platz haben zu wurzeln, dass man sie nicht zu häufig gießen muss. Dann unten auf das Abzugsloch eine Tonscherbe drauflegen, dass es nicht verstopft und dass es immer so bleibt, dass das überschüssige Wasser gut ablaufen kann. Als Substrat, es gibt Kräutererde speziell oder eine Kübelpflanzenerde für den trockeneren Bereich mit etwas mineralischen Anteilen wie Blähton oder Bims. Dazu den Topf mit dem Substrat füllen. Wenn man verschiedene Kräuter miteinander kombiniert, ist ganz toll, wenn man im vorderen Bereich die etwas niedrigeren Arten pflanzt und hinten die etwas höheren. Dazu die Pflanze austopfen. Mit der Hand eine kleine Vertiefung in die Erde graben, Pflanze einsetzen. Leicht andrücken. Wir nehmen jetzt den Rosmarin. Auch hier ist jetzt ganz wichtig, die Kräuter gleich anzugießen. Nach dem Angießen den Kräutertopf an einen vollsonnigen Standort stellen. Beim Oregano empfiehlt sich, die Blätter eher zu verwenden. Beim Thymian kann man ganze Ästchen mitkochen. Man kann im Herbst alles, was übrig ist, dann gerne auch noch abschneiden und trocknen. Und so hat man auch den ganzen Winter dann noch Freude an den Kräutern, die man selber auf der Terrasse geerntet hat.